Willkommen zurück bei Kapitel 9 von The Evil Within. Nein, schon wieder Puppen. Wenn du einen Gegner mit einer Fackel angreifst, kannst du ihn mit einem Treffer verbrennen. Ja. Das jetzt weiß ich mittlerweile auch, wie das geht. Dankeschön. Mittlerweile weiß ich, wie ich mit einer Axt oder mit einer Fackel Leute umbringen kann. Das habe ich leider zu spät erfahren, so ein bisschen. Aber gut. Wer bist du? Und du? Und hey, du! Herzlicher Fuß. Mit brennenden Fackeln durch Sonnenblumenfelder halte ich für eine sehr schlechte Idee. Wer bist du? Das ist nicht nett von dir. Detective Castellanos? Detective Castellanos? Waren das... Kommt schon der Krankenwagen. Fremde Erinnerungen? Fremde Erinnerungen. Ich mach mal so. Die Erinnerungen sollten eigentlich von einer toten Person stammen, wenn der am Sonnenblumenfeld verbrannt wurde. Ja, Sie was haben möchte? Unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Ich habe Albträume immer, wenn ich an dich denke. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Okay. Dann tue ich das nicht. Wie viele Punkte habe ich? Was? Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Ich habe übrigens einen Schlüssel. Und deswegen gehe ich jetzt zu meinem Schlüsselkasten hier. Holen wir erstmal, was auch immer hier drin ist. Oh, zwei Spritzen. Dann könnte ich sogar eine gebrauchen. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und wollen das hier öffnen. Oh, wollte ich das wirklich? Oh, ist okay. Falsch. Hallo. What the fuck? Da. Was soll das denn jetzt? Hä? Was? Himmel! Was soll das denn jetzt? Wie unnötig ist das denn bitte? Egal. Gucken wir mal. Oh. Erhöht die Feuerkraft. Das ist eigentlich geil. 50%ige Chance. Ich vielleicht früher lernen sollen, aber gut. Wir speichern. Nicht. Okay, dann nicht. Das jetzt ein Jumpscare sein. Also ich erschreckt war das jetzt nicht. Darf ich jetzt wieder speichern? Dankeschön.
sehen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Feuer auf Anwesen. Brand erfasst Kinder. Mädchen schwer verletzt. Wo waren die Eltern? Kinder, die in einer Scheune an einem Victoriano-Anwesen gespielt hatten, fielen den Flammen zu Opfer. Tochter 17 fällt in Wachkoma. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang unbekannt. Ja, ich sag mal so, irgendwer hat die angezündet, würde ich mal sagen. Aber hey, just me talking. Der Spiegel ist zu heil. Mir jetzt wieder mit deinen wunderschönen Sequenzen hier. Okay, dann spielen wir halt hier weiter. Hallo Vogel. Da ist die Sonnenblume. Eine von den vielen. Ich kann das nicht steuern. And here I am. Und ich brauche dringend Stuff. So. 8 Schuss damit. 8 Schuss. Einen traurigen Schuss hiermit. 2 traurige Schuss damit. Ist irgendwas, oder? Ich glaube, es lohnt sich nicht, die Sachen kaputt zu machen. Okay. Okay. Ich bräuchte halt dringend mal ein paar Sachen. Übrigens sieht das Tor so aus wie das von Outlast. Warte, das Haus habe ich schon mal gesehen. Ich war hier zwar noch nie, aber... Wie sind die hergekommen? Geflogen? Also, ja, geflogen. Maybe. Ist hier der nächste Bosskampf, oder? 100. Wer gibt mir denn so... Ach, egal. Okay. Ich könnte jetzt wieder über Kleinviehmacht auch was reden, aber, you know. Actually. Ich glaube, die Tür wird eh zu sein, wahrscheinlich. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ein bisschen Schrot muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So soll das jetzt hier wieder Marktplatz so ein bisschen so. Hier rüstet sich mal wieder ein bisschen was auf. Sein oder. Ist jetzt hier irgendwie Ruhe vor dem Sturm oder. Ich kann einfach durchlaufen. Gut, dann wohl doch durch die Tür. Wie viele Spritzen habe ich? Das ist der Moment, wo ich jetzt mit Sicherheit das gleiche Medikit bekomme. Kennt man ja. Halt, verdammt! Natürlich. Die Hochsicherheitstür, die... Oh, coole Spritze. Hier komme ich zurück. Hier war gerade was Grünes. Und nun? Grausame Absichten. Okay.
Notiz aus Esszimmer anwesend. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist doch offensichtlich. Er ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauchte, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte, aber ich brauche Ressourcen. Jimenez? Dieser Schwachkopf wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Okay. Whatever you're talking about. Scheiß drauf. Ich bring mich wieder selbst um. Die Tür ist hinter mir zu, das ist natürlich schlecht. Das waren keine 10%. Was passiert hier? Passiert hier irgendwas, was ich aufpassen sollte? Oh no, oh no. Not you. Genau, du tust mir lieber weh als er. Er tötet mich instant noch. Okay. Wer ist hier im Haus? Fragezeichen. I don't get it. Und nun? Nun sammelst du das ein. Du sammelst das ein. Du sammelst das da ein. Du sammelst das da ein. Tust du nicht. Du. Ich kann hier halt zurück, aber das lohnt sich halt auch nicht. Was ist hier? Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwas zerstören sollte. Lass mich jetzt mal gucken. Also der Dude ist auf jeden Fall hier und das ist natürlich scheiße. Weil der tötet mich instant. Oh, Streichhölzer. Oh, seid ihr lieb zu mir. Das war ja leise. Ich befürchte, wenn er mich entdeckt, bleibt mir quasi nur die Flucht. Ich glaube nicht, dass ich mich aktuell wehren kann gegen den. So, jetzt habe ich so viel eingesammelt. Dass ich jetzt speichere. Kind und Babysitter sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City. Trotz des schnellen Eingreifens der Bemühungen der Feuerwehr fordert gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuers in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Rich Crimson City. Der 5-jährigen Lily Castellano und ihrer Babysitterin Junita Flores gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, die sich in den Einfamilienhaus rasend ausbreiteten. Lilys Eltern, beide Detectives beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten.
Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brandes wird noch untersucht, aber erste Hinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8, Brand. Okay, er hat seine Tochter verloren. Ich hab's gewusst. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Die Gehirnflüssigkeit in der Nacke. Zwei falsche Tasten. Ich wollte nur speichern. Damit ich mich den ganzen Scheiß nicht nochmal einsammeln muss. Was haben wir hier? Mein Bogen. Okay, ich wusste nicht, dass der hier durch die Gegend läuft. Das war mir jetzt irgendwie neu. Irgendwie ist das doch scheiße. Tja. Jetzt da rechts. Warum machst du sowas mit mir? Castellano. Ich drück die Schleichtaste und er tritt die Tür auf. Okay, es gibt Orte, wo ich mich verstecken kann, in der Theorie. Ich hab grad Angst, Kisten zu zerstören. Ich lasse es gerade einfach mal so, wie es ist. Ich mag das nicht. Ich mag das gerade gar nicht. Ich finde das scheiße. Von jemandem verfolgt zu werden, gegen den ich nichts ausrichten kann und so. Das nervt mich. Ich kann mich bestimmt runter. Zwei Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesicherte Beobachter, die verlachen wegen Vorträge. Und unter Hilfe für das alles. Ja, Junge, ich weiß, dass du weißt, wo ich bin. Hier bin ich. Komisch, du wirst jetzt überhaupt nicht merken, was passiert. Pass auf. Du wirst mich nicht finden. Ich bin unsichtbar. Pass auf. Zack, unsichtbar bin ich. Nee, siehst du nicht. Ich bin unsichtbar. Als ob der mich jetzt hier nicht rausreißt. Ist nicht dein Ernst. Oh. What? Serious? Tja. Er ist weg. War am Tod. Okay. Ist er jetzt hier? Mister, wo ist er? Ich finde das scheiße. Ernsthaft?
Anscheinend brauche ich hierfür was. Ich habe keine Ahnung, was ich wirklich tun soll. Ich habe keine Ahnung. Läuft der jetzt hier rum? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Sollte ich speichern? Wir spielen das Speicherspiel. Ich speichere jetzt nochmal, weil ich habe jetzt rechts quasi alles der abgegrast. Typ also. Machst du dich gerade über mich lächerlich? Do you? Machst du dich gerade lächerlich über mich? Ich kann ja nichts tun. Ich warte darauf, dass er vor meiner Tür steht. Alright. Ich kann mich hier auch nirgendwo verstecken. Was, wenn der jetzt hier ist, dann habe ich halt verkackt. Wo sind eigentlich die Gegner hin? Ich kann durch den durchgehen, also eigentlich. Mal den Risky Move. Wo ist das Ding? Was haben wir hier? Irgendwas, was du ganz schnell anguckst. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ich tue mir selbst weh. Nicht. Muss ich hier irgendwas Spezielles tun? Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Ach, wo ist dieser? Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ich muss ihn irgendwie in eine bestimmte Sektion reinstechen. Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben.
Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Muss ich jetzt wieder zurück? Das finde ich gar nicht mal so witzig. Okay, ich würde gern speichern. Die Frage ist, komme ich bis zum Speichern? Ich habe das Gefühl, sobald ich ein einziges Geräusch mache, sogar schon zu spät. Das Regierungsverzeih lässt mir jetzt... Ruvik. Mich jetzt schon entdeckt. Ich glaube, sobald ich ein Geräusch mache, kommt er in die Richtung des Geräuschs. Das ist das, was ich glaube. Deswegen, immer wenn ich aus den Türen aufgetreten habe, ist er von irgendwoher auf einmal in meine Richtung gekommen. Weil er kacke ist. Ich will gerade einfach nur noch speichern. Sehr schön. Okay. Der besorgte Typ. Ja, mach dich um mich lächerlich. Ist mir doch scheißegal. Verpiss dich. Alright. Speichern. So, und wir speichern. Wir nehmen an und wir machen hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.